Und wir sind auch heute hier, um unsere Abscheu zu zeigen über die Politik dieser Bundesregierung, dieser Koalition, die auf dem Rücken von Menschen und über das Leben von Menschen ihren Wahlkampf betreibt, ihre Koalition zusammenhält und einer CSU-Innenminister, der, um eine Wahl in Bayern zu gewinnen, hunderte von Menschenleben opfert, kaltblütig und grausam. Und wir sind auch heute hier. Wir sind auch heute hier, weil wir die Menschen, die geflohen sind und hier angekommen sind, sich eine neue Existenz aufgebaut haben, unterstützen und ihnen auch eine Stimme geben wollen. Und wir wollen die Menschen unterstützen, die tagtäglich im Mittelmeer unterwegs sind und Menschen retten und jetzt dafür angeklagt werden und vor Gericht gezerrt werden sollen, die aber mit einem Stolz, der wundervoll ist, sagen, dass sie nichts haben, für das sie sich zu schämen brauchen und dass sie stolz sind auf das, was sie tun alltäglich. Und auch die wollen wir hier heute unterstützen. Und deswegen haben wir als ersten Beitrag heute eine Audiobotschaft des Kapitäns der Lifeline für euch hier mitgebracht. Euch alle ganz herzlich grüßen. Gerne wäre ich heute auch dabei, aber leider werde ich hier auf Malta festgehalten. Ich habe keinen Pass und kann deshalb nicht ausreisen. Aber ich hoffe, dass ich bald wieder zurück nach Deutschland kann. Es ist unerträglich, dass die Rettungsflotte mit einem Auslaufstopp und Moonbird und Kolibri die Suchflugzeuge mit einem Flugverbot belegt sind. Das Sterben im Mittelmeer geht weiter, nun jetzt aber unbeobachtet. Die Politik möchte gerne einen Vorhang davor ziehen, damit es niemand mehr sehen kann. Die Politiker handeln verantwortungslos. Sie lassen Menschen zu Hunderten, in diesem Monat bereits fast 600, einfach sterben. Toll, dass ihr alle da seid. Ich grüße euch alle und ganz speziell meine Crew von der Mission 6. Euer Klaus-Peter Reisch. Und noch eins zum Schluss. Seenotrettung kann niemals ein Verbrechen sein. Seenotrettung ist eine Pflicht. Es kann und darf nicht kriminalisiert werden. Niemals. Freedom, item, meet him. Where's your freedom?